Ich bin dafür, dass wir die Mission für Tiny Tina erstmal machen. Aha. Aber Prinzessin Fluffy holen wir doch erst später. Ach scheiße, die ist noch aktiv, die Mine. Ich dachte, ich hab die ausgeschaltet. Ja. Dann die halt. Ich hab ne voll wichtige Teeparty, aber mein Date ist nicht aufgetaucht. Und ohne Begleitung siehst du mich auf keiner Party, vergiss es! Ich hab Iridium gefunden. Ein riesiger Aristokrat und Kunsthändler. Ich glaube, seine Mutter hat ihm verboten, mit mir zu sprechen. Du wirst sie überreden, ihnen meine Obhut zu geben. Ohne Scheiß, jetzt mach ich erstmal meine Mine hier fertig. Jetzt bin ich nämlich schon da. Wiedersehen. Diese ganzen Waket regen ja schon so ein bisschen auf, ne? Warte! Ich infiltriere ganz langsam. Gut. Die Minenarbeiter sind nicht mutiert, also nehmen sie das Zeug nicht selbst. Was bedeutet, dass sie das Iridium irgendwo hinschicken. Leg sie alle um und finde heraus, wohin. Leg sie alle um! Und finde heraus, wohin. Ja, also nett, alle töten und... Die haben doch niemandem was getan. Au, das war ein Goliath, dem ich eben einen Headshot gegeben habe. Hier ist auch ein Goliath. Oder doch nicht ein Nomade. Und eine Mine, aua. Da kommt der... Jens, was ist denn mit deinem Munirek nicht mehr drin? Doch. Warum regeneriert das keine Raketen? Das ist ausgenommen. Das ist doch scheiße. Weißt du, was ich mich gerade frage? Warum habe ich den eigentlich nicht gefaced? Weiß ich nicht. Ich mutiert noch ein Goliath gerade. Aber er ist jetzt geslaggt. Ich finde, die Sirene sollte Akimbo, Dingsbums, MSG, SMG tragen können. Das Fischvolk ist erledigt. Jetzt finde den Oberberger. War das nicht in Borderlands 1 so? Angst also? Bin ich mir zu sicher. Oder jetzt? Sirenen Akimbo SMG. Ich verstehe gerade nichts, mein Sound ist zu laut. Dann mach ihn leiser. Geht gerade schlecht. Ich hab die nicht. Scheiße, was ich hier? So. Geh dann schon mal hoch. Tschüss. Ach, hoch muss man. Und wie genau? Komm hoch. Zu heiß. Gegner. Jetzt zeig ich mir mal, wie er den Stylish killt. Doch, wo ist denn der Kollege? Munition wird vonnöten. Die Hyperion Corporation möchte Ihnen und Ihren Männern $3000 für jedes gelieferte Stück Iridium geben. Mit so viel Geld könntet ihr unzählige alkoholische Getränke zu euch nehmen oder Unzucht mit zahlreichen Angehörigen des anderen oder gleichen Geschlechtes treiben, je nachdem, was ihr Banditen bevorzugt. Die haben einen Deal mit Hyperion gemacht? Hey, ist nicht schade um diese Idioten. Ich garantiere dir, Hyperion hätte das gleiche gemacht, wenn die Mine erschöpft gewesen wäre. Rede mit Tina, sie hat einen Job für dich. So, Borderlands. Lol, was? Hier unten sind ja richtig viele noch. Was meinst du gerade? Die sind gerade alle gespawnt. Alle. Das hab ich genossen. Ob in Borderlands 1 Sirene Akimbo SMG hat. Im ersten? Ja. Oh, kann ich ehrlich nicht sagen, weiß ich nicht. Werfe Granate!
Lol, ich hab ihn doch gerade voll in den Kopf geschossen. Oh scheiße, das ist voll heavy, oder? Ist da oben noch irgendwas Geiles gewesen? Nee. Nee. Nur ein paar Class-Mods für Gunserker und den neuen Idioten. Ah, Necromant. Boom. Tot. 6K, putz. Ah, Granate killt mich selbst. Was ist eigentlich dieses große schwarze Loch da? Keine. Rein. Das geht hier nicht rein, Jens. Na dann nicht. Ich hab nämlich schon probiert reinzulaufen. Lol, ist ja mal kacke. Eine Zeit lang konntest du hier rein und dann bist du unten nämlich gestorben. Hm. Und Schaf da unten. Ah! Wie einfach nicht sterben wollte. Mal gucken, was für ein Klaas. Sirene, Klaas-Mod ist hier. Ich nehme an. Wo? Da. Oh, Badass Marauder. Ey, hinter mir hat sich jemand angeschlichen, auch noch ein. Das ist mein Bruder. Was ist das? Sniper. Eine gammelige Snipe. Nein. Das war doch geil. Was haben wir hier? Billig, Mann. Dann ab zurück zu Teenie. Kann ich hier mal hoch? Hallo. Wer ist Hackfleisch? Ach, sein Kopf. Es ist irgendwie ganz schön kalt hier drin. Yo, lass uns was in die Luft. Lilith hat gesagt, ein Zug voller Geld kommt in die Gegend. Klingt nach einem Fall für Hochexplosives. Hab ich recht? Na, wie auch immer. Diese Minenbanditen, die du bekämpft hast, verkaufen ihr Iridium gegen Bares. Geh zu dem Bahnhof, wo der Zug mit den Geldern ankommt. Und dann machen wir einen schönen, altmodischen Zugüberfall. Hervorragender Tag für den Kapitalismus. Okay. Zugüberfall. Einen schönen altmodischen Zugüberfall. Aha. Haben schon die Indianer gemacht. Ja. Eigentlich die Banditen. Wann gab's die ersten Züge nochmal? 1873 oder so. Na dann. Marcel, soll ich eine schöne Dusche nehmen? Von mir aus. Ihr seid doch Weicheier. Wenigstens stören wir nicht so rum. Bahnhof, um durchfahrende Züge auszurauben. Dreimal darfst du raten, was ich gerade getan habe. Banditen auszurauben. Welch Ironie. Benutze Tinas Dynamit, um den Ausgang zu sprengen und die Gleise zu blockieren. Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Der Tod, das bin ich. Rasender Bälle, Escolia. Super, Badass, Monster, Goliath. Ja, die Namen werden echt immer besser. Die was? Die Namen von denen. Ich werd dir die Augen aus den Höhlen
Mal sehen, was er gleich wird. Ich bin dann mal weg. Halt, still. Egal, er fliegt jetzt erstmal. Müll. Schrottsniper, den nehme ich mal mit. Schrottsniper. Schrottsniper, 102 Damage nur. Hm, ich weiß. Rasender Goliath. Dann hab ich ihn gekillt. Was? Der lebt doch noch. Das hab ich, ich hab einen anderen noch gemacht gehabt. Immer so ein Itemregen danach, ne? Seht mal, wie gierig die hier sind. Ah, Hilfe! Marcel, du musst den Alarm aktivieren. Bin ich witzig. Der hat den Alarm aktiviert, by the way. Gut, damit bleibt dem Zug kein Fluchtweg. Ihr Verkaufsangebot erhalten. Bargeldzug ist unterwegs. Ich werde dir die Augen aus den Höhlen lutschen. Dann sind noch zwei Granatenmods für jeden einer noch. Gucken wir doch mal. So, wo kommt denn Müll das? Und nochmal. Oh. Hier kommt er doch gerade. Ja, ja, ich stand eben auf dem Schild. Ey, den Müll nicht haben wollte, nämlich. Geldtresore werden freigelegt. Bitte Iridiumlieferung im Zug laden. Ich habe eine bessere Idee. Leg den Rest von Tinas Sprengladungen auf die Safes und sieh dir das Feuerwerk an. Das wird voll epic jetzt. So. Wir stehen ja auch nicht direkt daneben. Ne? Lass es regnen! Das war geil. Oh, auf den Zug gibt's noch was. Zugführer Notsignal empfangen. Entsende Truppen zu Bargeldzug Nummer 627. Geh zu Tina zurück, sobald du dich um die Hyperion-Verstärkung gekümmert hast, Killer. Gute Arbeit. Automatikgeschütz. Sind ja ganz schön kleine Teile, ne? Sieht aber ein bisschen lächerlich, oder nicht? Warum, dass die da drauf gebeamt werden? Der war schon wieder am Alarm. Ich nicht. Ich bin komplett woanders. Alarm im Darm ist aber bei dir Adrian, oder? Nee. Nicht? Hallo? Hi. Der Typ irgendwie nicht sterbt, danke. Habe ich Schwächen entdeckt. Dort greifen. Sollen wir kämpfen oder sprinten? Whatever you want. Okay, ich will. Ah, verdammt, Sackgasse. Hilfe Marcel wiederbeleben. Ja. Warum? Ist ach, verlebt er schon wieder. So, ich bin hier raus. Jo, ich auch. Ich klopp mich hier noch ein bisschen mit denen. Ich häng den Stein fest. Mach ein bisschen Hackfleisch aus deren Hirn. Und wir geben schon die Mission ab, ne? Ja, ja. Ah ja, ich muss dann noch skillen. Dann gebe ich die Mission ab. Genau. Damn it! Damn it, genau. Und dann jetzt das da. Befreie Sir Reginald, da müssen wir wieder zurück zu dem Kackloch. Denkst lang. Verkaufen gehen, genau, gute Idee. Ach Quatsch. Ich bin sowieso voll. Ja, Sir Reginald ist aber irgendwie woanders. Ja, hinter euch. Ja, ja, wir müssen hier hinten lang. Gerade sprachst du von dem Kackloch. Das ist ein bisschen größer. Guck mal, ja, du meintest das große Schwarze. Ja, guck mal, der steht da immer noch. Wer denn? Der Zug. Wow. Andere Spieler hätten jetzt... Oh Mann, die Tür ist zu. Und Scheiße, wie soll ich denn jetzt hier rauskommen aus dem Fels? Guten Tag. Rocky. Okay, er stirbt und sagt mir, ich mach dich kalt.
Eigentlich kann der Zug nicht fahren, sonst wäre ich, könnte es passieren, dass ich ziemlich im Arsch gehe. Ja, dann bist du gearscht, ne, wenn du im Arsch bist. Ja, weil ich laufe so auf den Schienen. Nein, nein, fuck it. Ich hasse diese Biester. Ich hasse dich auch. Ich spüre die Hitze. Sie frisst sich durchs Equipment. Muss sie abschütteln. Man kann Hitze abschütteln. Jetzt hören sich immer so lieb an. Voll, ja. Hä, nein, ich wollte die doch gar nicht anziehen. LOL. What the hell ist das für eine Sniper? Alter. Das ist eine Sniper, die macht 3 Schüsse und macht kaum Schaden. Kenn ich, die ist kacke. Vor allem, weil wenn man einen Headshot macht, ist Headshot Headshot. Sal beutet Marauders Werk. Ja, geht gleich los. So, wo? Der hier? Ist der, oh, der nicht droppt. Spaten da hinten. Oh, hier ist ein Wassermann. Hey, wie kommt man denn da hoch, man hin soll? Oh nein, ich hasse diese scheiß Copter. Ich hab mich schon durchgekämpft. Nicht nur du. Ausgezeichnet. Positive Verstärkung. Spaß nicht. Oh nicht. Hä? Wo muss ich denn hier hin? Da oben ist der Weg hoch. Hallo Leute. Hi. Niemand wird mich besiegen. Entschuldige, Madam vom Bartelsbys Temperament. Sie ist Verleserin. Ich hab Angst vor dem, was hier oben kommen wird. Sind ja auf dem Weg. LOL! Was ist denn das? Madden vom Bar? Madden wer? Madden vom Bartelsby. Ist hier nicht irgendwo noch was Kleines, was ich killen kann? Das kann ich aufgeben jetzt. Nein, Granate daneben geworfen. Oh, so. Ich dachte, ich musste erst dafür sorgen, dass die spawnt, doch die war instant da. Madame von Bartelsby, ah, okay. Ihr spawnt am Arsch der Welt, wenn ihr stirbt. Gut, dass ich nicht vorhatte zu sterben. Hatte ich auch nicht vor. Dass sie tot ist. Und jetzt holt er Reginald. Wir haben so vieles zu besprechen. Wie kann man, wie befreit ihr ihn denn eigentlich? Keine Ahnung. Sir Reginald, jetzt musst du nur noch Prinzessin Fluffybutt finden und mir ein bisschen Eisenschrott von den Koptern holen, damit du meine Teekanne daraus basteln kannst. Spring einfach ein paar Kopter und schnapp dir die brennenden Teile. Oh, und du kannst unterwegs gerne ein paar Crumpets organisieren. Crumpets sind geil! Ich besorg doch mal die Crumbits. Wäre schön, wenn es kommt. Das ist Prinzessin Fluffy, lol. Prinzessin Fluffy Butt? Oh Mann. Wow, wow.
Soll ich euch mal sagen? Soll ich euch mal sagen, wer Prinzessin Fluffybutt war? Eine Puppe. Ja. Ja, was hattest du denn erwartet? Weiß nicht. Denkst du, der Reginald war keine Puppe? Da war eine Puppe. Natürlich. Ich meine, was erwartest du von einem Kind, das eine Teeparty veranstaltet? Weiß nicht, die macht nochmal eine Teeparty, aber die ist viel grausamer dann. Ja, und wieso erzählst du uns das jetzt? Ihr habt doch gar keinen Plan, ob das wohl wirklich ist, ich hab's nicht mal in Erinnerung. Mhm. Ihr wisst ja nicht mal, was da passieren wird. Aber es ist noch eine Teeparty. Ja, nochmal die Scheiße. Der springt gleich bestimmt hoch. Bomb. Wir müssen die Cocktail killen. Aber wenn es geht, so dass wir an die Teile kommen. Copter fliegen überall gegen. Der muss irgendwo ein komplett angecrackter sein. Der ist schon abgeschmiert. Wir brauchen nur einen. Ich bin gleich drauf. Hier drauf. Ja, auf dem Weg nach oben. Ich bin schon auf dem Weg nach oben. Du bist zu gütig. Bitte. Haben wir jetzt mal langsam alle Teile. Ah, deswegen. Ich mach mich unsichtbar. Fuck! Fast geschafft! Bist du auch instant down gegangen? Ja, außerhalb der außerhalb des Gebietes. Fuck. Maybe respawn. Aber jetzt hier alleine kämpfen oder was? Ja. Sind schon da. Ach du Scheiße! Okay, ich höre auf, definitiv zu sterben. Wird mir zu teuer. Ich hab 2000 geblecht und du? 4000. Okay, ein bisschen mehr. Na ja, gut, ich besitze auch 60.000, ne? Kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, ich komm an das Teil ran. Er hat gar kein Teil lassen. Doch. Das ist genug Schrott, um eine Teekanne zu machen. Echt? Du bist der Beste. Du bist der Beste. Was für eine XXL-Teekanne wird denn das? Hm? Mini-Teekanne. Lass zur Original Platz nehmen. Lass Prinzessin Fluffybutt. Warte auf uns, bitte mach das bitte, ne? Ich geh so lange shoppen. Nee, shoppen ist nicht. Doch. Nee. Das muss ich mal shoppen. Nee. Om nom nom. Ja. Om nom Bären, ne? Om nom Style. Nein, kein Schokaufs Omnum-Style, Adrian. Jen Adrian. Kennt ihr Jen Adrian? Ist der Neue. Der wollte singen. Nee, wollte er nicht. Doch. Gut, wir sind da. Moment, ich bin am Verkaufen jetzt so. Fluffybutt, Sie sehen. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Sir Reginald. Plaudern wir ein wenig. Ja, Sir Reginald. Dann will ich eine Teeparty schmeißen und der Ehrengast fehlt. Sei so lieb, ich block unseren Gast auf die Party. Sonst fress ich deine Babys. Sein Name ist Fleschdick. Nur so am Rand. Und wann? Sir Reginald ist eine Puppe? Nein, das ist ein Barkit, so ein Baby. So ein ganz mini kleines Babychen. In einem Glas mit einem Hut auf. Ja. Da ist so eine Rücke drin. Ja. In einem Glas mit einem Hut drauf. Das war's schon.
Ja, das war schon etwas länger. Ich wollte nur noch die Mission zu Ende machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Bin ich gut oder bin ich gut? Ciao.